Hey Leute, und willkommen zurück zu einem neuen Video hier im Minecraft Minigame Projekt. In diesem Projekt bauen wir verschiedene Minigames nur mit Command-Blöcken und Redstone. In der heutigen Folge bauen wir eine funktionierende PvP-Arena nur mit Commands und Redstone. Bleibt auf alle Fälle bis zum Ende dran, um zu sehen, wie ich das Ganze aufbaue und wie ich es am Ende auch gegen Fuchsland spielen werde. Lasst auf alle Fälle ein Like und ein Abo unter diesem Video da, um mir zu zeigen, dass ihr mehr von solchen Videos sehen wollt. Und jetzt viel Spaß mit diesem Video. Ja Leute, in diesem heutigen Video haben wir noch einen kleinen Gast dabei, und zwar Fuchs. Hallo Fuchs! Hallo. Er wird mir ein bisschen helfen bei Technik und ein bisschen mit mir bauen, denn er möchte ja auch gerne einen YouTube-Kanal anfangen und dann mit mir ein bisschen was machen. Genau. Ja, also ich habe schon ein bisschen was vorbereitet, und zwar habe ich eine Map vorbereitet. Und zwar ist die in diesem Structure-Block drin. Für die Arena könnt ihr mal die ganze laden. Zack. Und hier ist einmal die gesamte Arena für das PvP-Game. Hier, ich merke gerade, hier fehlen noch Sachen. Ich habe die Sachen nicht reingeladen. Ich liebe es. So Leute, der zweite Versuch der Arena. Wir nehmen den Structure Block und laden es ganz einmal und zack, es sieht schon besser aus. Es wurde auch alles wirklich mit reingeladen. Wir müssen nachher noch hier einmal die Grasfläche drumherum ein bisschen schöner bauen, dass es nachher nicht mehr da ist. Also mache ich dann außerhalb vom Video das später. Genau, was wir jetzt hier haben, ist einmal noch die Arena. Danke an Mine, er hat mir dabei geholfen, die zu designen. So haben wir jetzt hier so ein bisschen so einen kleinen Burghof. Hier können wir ein bisschen drin laufen. Hier sind so ein bisschen Gerümpel drumherum. Und damit ist in die Main-Kisten, wo dann quasi der Dude drin sein wird. Wo ihr dann, was weiß ich, Schilder, Schwerter, Äxte und was weiß ich alles kriegt. Ja, und dann würde ich sagen, wir fangen mal an mit der Technik bauen und dann schauen wir mal, wie es weiter wird. So Leute, es gibt jetzt ein bisschen Update, und zwar haben wir hier ein bisschen Technik gebaut. Fuchs ein bisschen hier dran, an dem Kisten-Randomizer, an dem System zu arbeiten. Und ich habe jetzt schon mal die ersten Sachen hier eingebaut, und zwar können wir hier einmal einen Team-Selector einbauen. Und zwar wird hier wieder wie immer halt ein Tackle zugefügt und hier noch einmal einen Cooldown festgelegt, dass das Spiel erst dann anfängt. Dann wird wieder hier nach einem Tag getestet und wieder gesucht, ob es einer gibt. Solange es einen gibt, wird die Technik aktiv sein. Und zwar gibt es hier noch einen weiteren Tag, und zwar testet das System hier noch, ob es einen Spieler gibt, einen zufälligen Spieler, mit dem Tag Game PvP, mit dem Score vom Cooldown größer wie 1. Und natürlich muss dann auch hier dann wieder das Cooldown abgezogen werden. Das ist das gleiche, wie wir hier unten schon hatten. Das war, glaube ich, auch hier im Team. Ich hatte es auch schon mal, da ich genau das gleiche System. Hier unten war das gleiche System schon mal. Und wie damals machen wir es genau gleich hier oben. Und zwar wieder das gleiche. Genau wie ich schon gesagt, egal, im Moment. Hier ist der Reset wieder. Und hier wird es besonders spaßig. Und zwar wird hier einmal gesagt, gebe dir einem zufälligen Spieler, der einen Tag von PvP 1, PvP 2, 3 und 4 nicht hat, soll es PvP 1 geben. Das ist quasi der Spieltag, dass danach ein Spieler ausgesucht wird. Ich baue das System jetzt mal für 4 Spieler. Ich weiß noch nicht, wie viele nachher da sein werden, aber 4. Wahrscheinlich werde ich mit 4 immer das Ganze machen. Muss ich aber gucken, wie ich es dann später mache. Genau, das heißt, hier wird dann ausgesucht und hier wird dann resettet. Können wir drauf drücken. Der Score läuft ab. Und wir bekommen hier einen Tag, und zwar Tag at as List. Ich habe PvP 1. Wenn ich jetzt mal von Fuchs Ganze auflöse, seht ihr hier, er hat Game PvP und den Tag 2. Wäre es ein dritter Spiel, da würde er dann den Tag 3 bekommen. Genau, soweit das einmal. Wir bauen ein bisschen weiter, dann schauen wir mal, wie das Ganze aussieht. Ein Schild rein. So, jetzt lassen wir einmal durchschütteln. So, und wenn wir jetzt hier hingehen, siehst du, polierte Da Andesit, ist noch ein Stein. Problem. Wo? Siehst du das Problem bei den Kisten? Ich weiß, das meinte ich ja. Aber wen stört das? Mich, das funktioniert so nicht. Also entweder du machst da Fässer draus, dass die Dann mache ich daraus in eben jede Richtung geht, oder Fässer. du machst das, dass es für jeden Block einen einzelnen 5 Armor-Stands gibt. Nein, das mache ich nicht. Das ist viel zu viel Arbeit. Ich Weiß gar weiß, nicht, was man du muss auch mal meinst. da Arbeit rein. Ich weiß, man muss auch da mal Arbeit reinstecken. Aber so viel jetzt auch schon wieder nicht. Dann mache ich daraus einfach Barrel. Daraus mache ich dann einfach ein Barrel. So. Ja. Ach so, Facing nach oben. Ich habe nämlich Freunde, die das immer stören würde, wenn das so wäre.
Nee, es ist eins. Ja, es ist eins. So, okay. Kannst dann Loot befüllen. Und dann musst du das halt nur noch verbinden irgendwie hier und dann bam. Ja. Da machen wir dann irgendwie einen Timer. Nee, ihr könnt es ja am Anfang machen, ja. Direkt am Das. Anfang macht man das dann. Nice, Dankeschön. nice. Bitte. Ich war auch fleißig. Wir haben jetzt Ja, nämlich du. eine Sehe ich. ein bisschen Redstone auf dem Boden liegen. Was hast du hier alles gemacht? Hast du hier gerade nur den Cooldown, Mr. der Co Cooldown und die Countdown gemacht? Starttechnik. Also, sobald die Fackel hier hinten an ist, dann läuft das Spiel. Dann geht der PvP spaßlos. Wenn die Fackel hier hinten an ist. Das heißt quasi, es testet, ob dann der Cooldown vorbei ist und ob das Spiel läuft. Wenn beides erfüllt ist, dann geht's los. Das ist hier ein Ungatter. Hier Richtig, testet es ja. quasi nur, ob du halt dann da jetzt das Spiel läuft und der Cooldown vorbei ist. Und dann geht die Fackel hinten an. Dann kommt hier hinten quasi der Jetzt sie Stuff. aus. Wenn ich jetzt anmache, ja, dann geht sie einmal ganz schnell an. Warum geht sie einmal ganz schnell an? Weil das hier noch fehlt. Wie wird das gemacht? Jetzt dürfte das nicht mehr kommen. Ah, jetzt. Probier es nochmal. Ah, doch, es kommt immer noch. Ja, aber das ist theoretisch, glaube ich, egal. Wenn es nur kurz kommt, kann man das deaktivieren? So, und dann, ja, dann geht's los. Ja, dann geht der Spaß los. Aber ich sag mal so, wir haben schon gut viel geschafft. Ja. Das meiste vom Spiel ist fertig. Musst du noch eine Gewinnermittlung machen. Dann noch das mit dem Cooldown fertig bauen und die Lootkisten. Dann ist es eigentlich soweit fertig. Jo. Ja. Dankeschön für die Geil. Hilfe. Bitte. Und wir können sie am Ende noch spielen, wenn es ganz fertig geworden ist. Ja. Ja, dann bis später. Bis später. Das Spiel ist nun komplett fertiggestellt. Wir haben wieder hier unsere gesamte Technik. Und zwar haben wir hier einmal unseren Startbereich, also unsere Setup-Technik, dann hier unser einmal unseren Reset. Und hier geht dann mit den Tags los, also hier werden die Tags vergeben für die verschiedenen Spieler. Und hier wird einmal noch der Cooldown gedisplayt, also hier einmal noch ein Raw-Text, zum Beispiel Text.tnt1 oder zum Beispiel hier noch Cooldown 1. Je nachdem, welchen Score gerade da ist. Dann geht es hier in diese Unschaltung rein, die testet es nämlich dann, ob der Cooldown quasi vorbei ist und ein Spiel läuft. Wenn beides erfüllt ist, dann geht es hier diese Fackel an. Und dann geht hier einmal die gesamte Technik an für das gesamte Spiel. Hier in diesem Tower werden alle Lootboxen verteilt, die der Fuchs gemacht hat vorhin. Und zwar wird hier einfach ein zufälliger Armus ausgewählt für die Position von dem hier. Hier werden die Sachen einmal dann replaced und geklont. Als nächstes werden auch Skelette gespawnt, einmal, dass die euch abschießen können. Zwar werden die hier in diesen Towern hier unten drin gespawnt. Die schießen euch ab, falls die in der Arena seid, dass es ein bisschen schwerer wird. Als nächstes haben wir einmal den PvP-Count, das heißt, hier wird getestet, wie viele Spieler gerade im Spiel drin sind. Hier ist einmal der Count, also der Name, und dann das Scoreboard, wird den 0 gesetzt. Und dann für alle Spieler mit dem Tag, wenn er das Scoreboard plus 1 gemacht. Dann gehen wir zum Spawnpoint, hier wird das Spawnpoint festgelegt. Wenn ich dann an einem bestimmten Punkt bin, also der Spawnpoint ist da hinten. Und wenn ich da hinten bin, dann wird dieser Tag einfach entfernt, dass der Count quasi runtergezählt wird. Haben wir hier dann noch ein Text gedisplayed und hier noch einmal dann der Tag removed. Als letztes haben wir hier noch die T-Win-Ermittlung, also wird einmal getestet, ob der Score von dem Count PvP 1 matcht. Dann sagt man quasi, okay, der Spieler, der noch da ist, kriegt noch Text, und zwar hat er es gewinnt. Und dann wird hier noch der Tag für alle Spieler entfernt, damit die Technik dann resetten kann. Das war es aber noch nicht. Und zwar können wir noch hier einmal weitergehen. Das hier noch ein Redstone. Das geht aus dem Komparator raus. Und zwar, wenn der Cooldown aktiviert wird, dann geht hier über diese Leitung zu diesem Teil hier. Und hier werden dann bestimmte Sachen festgelegt. Und zwar hier noch Kamerapositionen festgelegt, dass das Spiel einmal hier cool in die Arena reingemoved wird quasi. Ich weiß nicht genau, wie es funktioniert. Das hat auch Fuchs gemacht. Aber auf alle Fälle werde ich hier einmal dann Minecraft Freak Ease in Out Expo gemacht und so weiter. Das könnt ihr euch mal angucken. Ich weiß nicht genau, wie es funktioniert, aber es sieht aber ziemlich cool aus. Und so wird dann einmal hier das Ganze festgelegt. Wir können das Spiel einmal ganz kurz starten, zwar den Reset deaktivieren. So. Starten wir mal das ganze Spiel. 3, 2, 1, go. Seht ihr mal die Kamera. Fährt jetzt quasi auf die Position, wo das Spiel spawnt. Fährt dann runter.
Und dann tauche ich auch selber auf, es geht 3, 2, 1, los und zack. Dann geht es hier los und das Spiel muss es hier dann anfangen zu kämpfen. Genau. Abschließend haben wir auch hier Lootkisten eingebaut. Und zwar habe ich hier einmal in diesen Kisten Loot verteilt, also ein bisschen verschiedene Sachen reingepackt, die immer ein bisschen OP sind, ein bisschen schwächer sind, dass es ein bisschen zufällig ist. Und diese Kisten werden dann auch jetzt hier einmal reingesetzt. Hier kann man gucken, ist das hier zum Beispiel drin oder hier das hier oder auch das hier oder auch das hier. Das Coole ist, hier können eben auch dreimal in die gleiche Kiste kommen oder viermal in die gleiche Kiste kommen. Das ist immer zufällig und immer jede Runde wird es quasi neu gemacht. Genau. Ich glaube zum Beispiel gerade, wenn ich jetzt zum Beispiel hier bin und ich dann hier oben zum dem Rausmodus komme, mache zack. Hier einmal, du bist raus und Chatting ist automatisch ausgeschalten. Da wird auch alles groß entfernt, alles ist zurückgesetzt. Genau. So. Zack, die Kamera. Wird auch für jeden Spieler anders sein und es wird auch ziemlich cool aussehen. Zack. Und alles gesetzt sind da, außer eins, das mache ich gleich noch. Egal, aber die sind auch da. Die schießen dich auch ab. Wenn du hier unten stehst, schießen die hier einmal dich ab. Genau. Und so ist noch ein bisschen mehr Challenge noch, um das Ganze zu spielen. Ja, das wäre auch die ganze Technik schon. Einmal zurücksetzen. Zack, alles ausgeschalten. Jetzt würde ich einmal sagen, wir holen nochmal Fuchs dazu. Und dann spielen wir das ganze Spiel mal gemeinsam gegen ihn. So, wir sind wieder beide zurück. Und wir werden das ganze Spiel mal testen und einmal ausprobieren, ob auch alles funktioniert. Bist du schon bereit? Ja, ich bin bereit. Dann würde ich sagen, ich schalte den Befehl. Und zwar 3, 2, 1, go. Es geht los, die Kamera kommt. Zack. Und 3, 2, 1 und go. Ah, und so, ja. Und jetzt hat sich die Lootbox noch einmal geändert. Schnell einmal alles rausnehmen. Ah, Mist. Kacke. Aua. Aua. Du kannst vor allem die Skelette auch nicht abwehren, das ist das Problem. Die sind trotzdem da. Ach so, so macht man das ja. Nein, ich bin fast tot. Ah. Oha. Ja! Ich wurde. Ich habe gewonnen. GG. Nice gemacht. Das resetten wir nochmal und jetzt starten wir. Jetzt funktioniert's. Ja, jetzt bin ich endlich wieder mal an einer anderen Stelle. 2, 1 und go. Lol. Ach so, weil ich nicht alle Herzen voll hatte. Und go. Und jetzt bin ich wieder hier. Aua. Ist das Kacke? Wow. Zweimal habe ich es gewonnen. Noch eine Runde? Yep. Okay. Und Start. Jetzt habe ich schon vorher Schaden bekommen. Mann, meine Maus hängt.
geht mein Schild nicht mehr. Oh mein Gott. Jeder würde sagen, GG. Ich weiß auch nicht, warum ich die ganze Zeit gewinne. Ja, bitte dann Dankeschön für die Hilfe beim Bau und beim Testen. Bitte. Und ich denke, wir werden dich noch in den nächsten Videos auch mal wieder ab und zu mal sehen, wenn du ein bisschen bauen hilfst oder Techniken bauen hilfst. Ja. Ja. Willst du den Zuschauern noch irgendwas sagen? Eigentlich nicht. Nicht? Okay. Nee. Also es hat Spaß gemacht, dir zu helfen. Dankeschön. Und ein paar Ausraster habe ich auch bekommen, weil die ganze Zeit die Boxen nicht geklappt haben. Ja. Ja, würde ich sagen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Ciao. Tschüss.